Ali, dein Vortrag war sehr inspirierend, sehr spannend. Jetzt verrat uns doch mal dein Geheimnis. Wir wollen alle Innovation, wir wollen alles anders machen, besser machen. Wie wird man kreativ? Wie man kreativ wird. Ich glaube, wir Menschen waren immer schon kreativ. Also ich brauche mir nur ein Kind ansehen und sehe, dass das kreativ ist. Ich brauche einem Kind nur einige Malstifte hinlegen und das Kind wird mich nicht fragen, was es damit tun soll. Es legt los. Das lernen wir schon bei kleinen Kindern, wenn die ein kleines Tablet bekommen oder irgendein iPad. Die wissen ganz genau, wie das Ding schon funktioniert. Die Kreativität wird uns dann nur irgendwann aus unserem Leben hinausgeprügelt, wo es heißt, wenn du erfolgreich sein willst, du musst dieses und jenen Test lernen und genau das musst du lernen und nichts anderes. Um die Frage zu beantworten, wie werde ich kreativ? Was mir immer hilft, ist, wenn ich mir die Zeit nehme und in einen Park gehe und einfach Kindern zusehe beim Spielen. Und ihnen zusehe, dass die, wenn die auf die Schnauze fallen, dann vielleicht weinen kurz, aber wieder aufstehen und wegen der Lust und der Freude einfach quasi wieder auf diesen Baum raufklettern. Und die Sache löst dann in meinem Kopf aus, zu erkennen, ich war eigentlich immer schon kreativ. Und Kreativität bekommt man, wenn man es zulässt. Und das ist eigentlich, glaube ich, die wichtigste Aussage hierzu. Was macht man, wenn man innovative Ideen hat, wenn man selber was kreativ entwickelt hat und man möchte diese innovativen Ideen gerne in einem Unternehmen umsetzen, was sehr traditionelle Strukturen hat, gefestigte, über Jahre gewachsene Strukturen hat? Wie setzt man die eigenen Ideen um und wie überzeugt man auch andere davon, mitzumachen, wenn man von einer eigenen Idee auch überzeugt ist? Zum Thema Strukturen. Strukturen sind eine gute Sache, die man eigentlich anstreben sollte, weil sie für die Menschen so etwas sind wie gemeinsame Spielregeln. Nur Strukturen, die zu einer speziellen Zeit geschaffen wurden, sind nicht immer die richtigen Strukturen für eine andere Zeit. Die Strukturen könnten vielleicht eines Tages überholt werden. Innovationen sind extrem wichtig in Unternehmen. Es braucht innovative Köpfe, die etwas umsetzen wollen, die Strukturen verändern wollen, aufbrechen wollen. Nur das Schöne bei einer Struktur ist auch, dass ihre große Stärke, die ist einfach da. Die zu verändern ist nicht so einfach, sonst wäre es keine Struktur, sondern vielleicht irgendein Netz mit zu vielen Löchern. Eine Strukturveränderung kann man nicht von außen bringen. Man schafft eine Strukturveränderung auch nicht, indem man einfach den logischen Weg erklärt und sagt, das muss ich jetzt alles verändern. Strukturveränderungen funktionieren wie der Mensch. Erst wenn der Mensch sieht, dass eine Sache funktioniert im Kleinen, wird er sie ernst nehmen. Ich könnte jetzt hergehen und sagen, in einem Unternehmen, wo alle Leute immer arbeiten von 7 Uhr früh bis 17 Uhr, kann ich sagen, nein, die Gehirnforschung hat gesagt, freie Zeiteinteilung ist viel besser und effektiver. Alle werden sagen, okay, bei uns war das ewig so. Was man dort machen muss, ist, dass man eine kleine Gruppe finden muss von Menschen, die daran glauben. Nur eine kleine Gruppe. Und die beginnen dieses Experiment im Konzern oder im Unternehmen umzusetzen. Die verändern sich ein bisschen, machen Dinge ein bisschen anders. Was dann passiert ist, dass wenn die erfolgreich sind, die anderen Leute sehen, hey, die Veränderung funktioniert wirklich. Dann wird es zu einer Art Lauffeuer. Und das sieht man bei allen großen Organisationen. Wenn ich etwas verändern will, muss ich im Kleinen beginnen und zwar mit den Menschen, die dafür empfänglich sind. Und nur in dieser Gruppe. Und wenn die das gut machen, beginnt es wie ein Lauffeuer auf die anderen Abteilungen umzuspringen. Und das sind die Dinge, die jetzt auch Konzerne machen, dass sie zum Beispiel eigene Startups im Unternehmen gründen, die im kleinen Modell etwas ganz Neues machen, wo alle anderen sagen, das ist ja verrückt, das geht ja bei uns nicht. Und dann sehen die Leute aber, dass das funktioniert. Und dann beginnen sie selber zu sagen, hey, das will ich auch. Und so schafft man die Veränderung. Aber ja nicht von außen und ja nicht mit logischen Worten oder die Leute irgendwie zu beurteilen und zu sagen, ihr seid alles so blöd, das ist veraltet, sondern das Wichtigste ist Verständnis und den Leuten vorleben, dass es auch anders geht. Aber es dauert Zeit. Also wer glaubt, dass das innerhalb von einem Jahr geht, der kennt keine Organisation. Okay, eine Frage zur Politik. Es heißt immer, Politik und Bürger entfremden sich voneinander. Was würdest du der Politik verordnen? Was muss die Politik machen, politische Parteien tun, damit junge Menschen insbesondere sie hören? Ich habe mal zum Thema Politik gehört, dass die Politik etwas tut zum Gemeinwohl der Menschen. Fürs Gemeinwohl der Menschen kann ich nur etwas tun, wenn ich weiß, was diese Menschen wollen, was sie antreibt, was ihre Ängste sind, was ihre Hoffnungen sind. Um das zu verstehen, muss ich mit den Menschen reden. Nicht ihnen das vorleben, sondern ihnen klarmachen, dass ihre Stimme zählt. Als Politiker, wenn ich jetzt 10 Jahre lang Politiker bin, woher will ich denn wissen, wie sich die Welt da draußen verändert hat? Also es ist ein bisschen so wie ein Lehrer, der seit 15 Jahren nicht mehr quasi auf dem Arbeitsmarkt war und den Kindern versucht zu erklären, wie der Arbeitsmarkt ausschaut. Wenn Politik überhaupt Menschen erreichen möchte, und damit meine ich jetzt nicht nur junge Menschen, sondern alle Menschen erreichen will, dann muss sie mal diese Personen einladen und die sprechen lassen und auch zuhören. Wenn sie das tut und das ernst nimmt, dann ist in der Politik alles möglich. Die Sache ist halt nur, die Politik ist Macht. Und jemand, der Macht hat, glaubt, dass er alles besser weiß.
jemand der Macht hat und glaubt, alles besser zu wissen, hat gar keinen Need, jemand anderen reinreden zu lassen. Und diese Öffnung muss halt passieren. Also arbeite ich fürs Volk, muss ich vom Volk wissen, was es will. Und da muss ich halt die Leute einladen. Genauso wie heute bei diesem Barcamp, wo jetzt heute, morgen, in den nächsten paar Tagen einfach Menschen selber mal sagen, was sie wollen und plötzlich wirklich Auge an Auge, also in einer Augenhöhe mit der Politik zusammenreden können. Und solche Dinge braucht es halt viel mehr. Die Menschen einzuladen und sie mal sprechen zu lassen, sie in den Vordergrund zu bringen. Das fängt damit an, ihnen keine Themen vorzugeben, sondern ihnen zu sagen, ihr könnt auch eigene Themen einbringen. Diverseste Dinge, wir können über alles reden. Zeit zu schaffen, Raum zu schaffen, nicht zwischen Tür und Angel anonym, sondern wie hier eben in einem offenen Space. Wenn man sowas zulässt, dann glaube ich, kommt man als Politik gar nicht drum herum, nicht auf diese Menschen zu hören. Aber das muss halt, aber zuhören ist halt eine Sache, die, in der Mensch nicht gut ist. Also ich glaube, in jeder Liebesbeziehung weiß man, dass Menschen nicht gut sind im Zuhören. Und darum soll es in der Politik anders sein. Vielen Dank.